Aber jetzt müsste Ton da sein. Haben wir jetzt einen Ton? Jetzt? Geht's jetzt mit Ton? Ja, 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 jetzt läuft's. Es ist halt immer so, ich muss 1000 Schalter umlegen, dass ich live gehen kann. Aber jetzt bin ich da. Grüß euch, Leute. Ich wollte sagen, es ist 22 Uhr, es ist verdammt spät für einen Livestream vom Schweighofer. Die macht er normalerweise um 8 Uhr morgens am Sonntag, aber nichtsdestotrotz, ich bin am Basteln. Ich habe mir gedacht, mit euch ein bisschen quatschen geht immer, oder? Jetzt ist der Ton da. Der Ton ist gut, wunderbar. Es ist Freitag, es ist Wochenende, das heißt aber an und für sich auch immer, es gibt Probleme, was das Internet angeht. Hoffentlich nicht. Heute, hoffentlich versteht ihr mich, ich habe den letzten Livestream mir mal angesehen, der war katastrophal vom Ton her. Großartig, dass ihr es aushaltet. Übrigens, danke für das eine Like des einen Zuschauers, der beschlossen hat, er liked dieses Video jetzt schon. Ja. Ach, die Steiermark ist da. Es gibt kein Wochenende mehr, der Preisblick. Richtig. Bei mir eben auch nicht. Wer Instagram und hier Community auf YouTube verfolgt oder dabei ist, hat mitbekommen, dass der Kollege hier links von mir, von euch aus gesehen rechts, langsam aber sicher Gestalt annimmt. Und da können wir heute ein bisschen drüber quatschen, falls ihr Interesse habt. Sonst ist der hier auch fertig. Ja, wie ihr was? Ja, spät der Abend, guten Abend. Grüß dich. Die Anta fehlt noch. Ich habe die Anta noch nicht gesehen. Anta Chalero, wo bist du? Du hast deine Irrenanstalt von Blue Bricks jetzt endlich fertig, habe ich gesehen. Mal schauen, ob sie heute noch kommt. Ich druck wie ein Irrer. Vielleicht hört es im Hintergrund auch. Momentan läuft jetzt nur der Ender 6. Aber es läuft gut. Ich mache weniger Fehldrucke. Habe weniger Probleme. Gestern gab es ein großes Problem, und zwar das Teil hier, das ihr hier vorne seht. Ich kann das, glaube ich, jetzt noch abnehmen, ohne großartig irgendwas zu zerstören. Dieser Klumpen hier, den habe ich, glaube ich, dreimal gedruckt. Nein, habe ich nicht. Ich habe jetzt, das ist das zweite Mal, habe ich ihn gedruckt. Ich habe immer wieder Probleme, was das Filamentwechseln angeht. Und da bin ich draufgekommen, der Ender 6 läuft da gut, da die Filamentspule außerhalb liegt. Beim Ender 5 ist das eine ziemliche Kackerei. Man muss richtig einkalkulieren, wann man das Filament tauscht, denn das Heatbed fährt runter und irgendwann mal kriegt man die Rolle nicht mehr raus, weil das Heatbed, das ist eine Fehlkonstruktion. Ist mir bislang eigentlich noch nicht oft passiert, jetzt aber schon zweimal, seit ich das Teil hier drucke. Pünktlich zum Feierabend ein Stream, super. Du armer Feierabend, jetzt erst? Okay. Sonst, der Kollege, den kennt ihr vielleicht noch, das ist das allererste Teststückchen gewesen, das ich gemacht habe. Den haben wir jetzt mal einfach ein bisschen radikaler. Ja, der war so kaputt, das war so ein hässlicher Druck, dass ich beschlossen habe, ich nehme hier jetzt einfach mal eine Heißklebepistole und einen Heißluftföhn und schmelze das Teil so richtig zusammen, damit er eigentlich so aussieht, als wäre er eben gerade in dieses, Magma-Becken, wollte ich schon sagen. Nein, es ist hier, glaube ich, Schmelzofenbecken reingeflogen. Dachte ich mir, ist cool. Salzkreis hat ihre Nachricht zurückgezogen. Warum denn? Terminator aus dem Schicksalsberg. Der Kollege hat den Ring schon reingeworfen. Aber mit reingefallen. Also das ist quasi der Gollum. Der ist mit reingeflogen. Ja, fand ich nett. Vor allem hatte ich ja noch einen dieser schönen Ständer hier. Und deswegen habe ich beschlossen, der kommt da jetzt mal drauf. Ich vermisse immer noch die Anta. Die schaut bestimmt einen guten Film. Aber wo guter Film, ich habe von Anta Chalero ein Paket bekommen. Wenn es jetzt nicht da ist, kriegt es halt nicht mit. Aber ich muss es euch zeigen, was da drinnen war. Es ist nämlich sensationell. Die hat just for fun nach dem vorletzten Livestream mit dem neuen Typ zusammen beschlossen, sie schickt uns mal von ihrem Onkel, der ja brennt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ein Schnäpschen. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Pflaumenschnaps bekommen. Ich habe nicht gekostet, ich trinke keinen Schnaps. Da ist sie! Ich bin schon da. Und ich habe bekommen Robin Hood, König der Diebe, mit einem Löffel. Und der Löffel ist ein Insider, aber wer König der Diebe kennt, weiß, weil es stumpf ist, du Trottel.
Ich fand es großartig. Der Guy von Gisborne fragt nämlich den Sheriff von Nottingham, warum er Robin Hood mit einem Löffel das Herz rausreißen möchte. Und der meint eben, weil er stumpf ist. Großartig. Anton, vielen Dank, vor allem für den Film. Den hatte ich tatsächlich in meiner Videosammlung noch nicht. Oder DVD-Sammlung, ja. Dem neuen T-800 in die Hand packen, so à la Hamlet. Ja, könnte man machen. Es tut mehr weh, genau. Er stumpf ist, er tut mehr weh. Und den Rest habe ich schon gegessen, hat er fast. Fast, ich habe noch Schokolade bekommen. So, machen wir den mal runter hier. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, sondern wir haben hier ordentlich was zu tun. Jetzt füllt sich hier langsam die Creme de la Creme der Zuseher. Schön, dass ihr da seid. Ich muss hier mal ganz kurz saugen. Der Schleifstab ist noch extrem. Ich darf nämlich heute am Abend hier noch Dreck machen. Ab morgen muss die ganze Werkstatt picobello sauber aufgeräumt werden. Da finden nämlich andere Dreharbeiten hier statt. Ich darf nicht verraten, welche. Und dementsprechend nutze ich es heute noch aus, Dreck machen zu können. Bisschen schleifen, bisschen füllen. Naja, wie bekommt man deine Adresse her? Will dir mal was zukommen lassen. Gruß, Mike. Ja, Mike, ich habe eine Homepage. Auf der Homepage gibt es eine Impressum und da steht meine komplette Anschrift drinnen. Scheiße, jetzt schreiben sie alle. Aber wenn ihr mir unbedingt Geschenke schicken wollt, voll gern. Da ist die Adresse zu finden. Grundlegend ist heute auf Instagram eine Fragerunde mal ausgebrochen, weil ich die Frage gestellt habe, ob ihr mich nicht irgendwas fragen wollt. Und dann haben einige geschrieben, ja. Unter anderem kam auch die Frage, die ich jetzt hier, weil es einfach länger zu beantworten dauert, würde ich jetzt sehr gerne beantworten. Und zwar, wie gehe ich überhaupt systematisch bei dem Teil vor? Und wie sind so meine Workflow-Arbeitsschritte etc.? Da können wir gleich drüber reden, aber ich sehe, da schreiben noch welche. Mich würden mal die Kosten interessieren, die jetzt für den T800 draufgegangen sind. Hattest du jetzt auch einen Kleber zur Haftung auf der Glasplatte? Ja, Markus, habe ich auch. Immer diesen gleichen Kleber, immer den, den ich nie hier habe, sondern immer drüben. Prima Fix, 3D Fix Kleber, keine Ahnung, von 3D Prima. Kosten, nun ja, aktuelle Kosten sind nicht wirklich überschaubar. Schätzbar ja, aber so richtig erklärbar noch nicht so ganz. Denn ich habe ja mit einem komplett anderen T800 angefangen. Der wurde mir erst später zur Verfügung gestellt. Ich hatte eigentlich mit dem hier angefangen, bin dann ziemlich schnell zu einem etwas kleineren, den ja jetzt der Benjamin hat. Ich denke gerade, wo ist er? Den habe ich nicht mehr. Den hat jetzt der Benjamin, unser Stammzuseher hier. Und dementsprechend habe ich schon sehr viel Filament, fast zwei Rollen für den und die anderen Testdrucke gebraucht. Was aber cool ist, denn so bin ich drauf gekommen, dass Filament nicht gleich Filament ist. Ich habe von euch, von vielen zu Hause, Silberfilament geschenkt bekommen. Ich habe von der Firma Extruder Metallic-Filament bekommen und bin aber drauf gekommen, dass, das ist zum Beispiel Metallic-Filament, von Extruder ist das, dass die zwar cool aussehen, sie aber verdammt schön gedruckt werden müssen, damit sie auch wirklich diesen Glanz bekommen, ist klar, graue Oberfläche, und dass diese Silberpartikel, die da drinnen sind, Filament sehr instabil macht. Du musst es mit ausreichend Hitze drucken, damit sich die Partikel auch gut verschmelzen. Hast aber dann auch das Problem, dass der Support vielleicht gar nicht mehr rausgeht, weil er sich so extrem mit dem anderen Material hier verschmilzt. Und dementsprechend bin ich von diesem silbernen Filament wieder weg zu einem ganz klassischen grauen PLA-Filament. Das ist noch das alte, das ist das neue, das ist ein bisschen heller. Das ist dieses Never Change the Running System Filament. Das habe ich, glaube ich, da habe ich schon 50 Rollen verdruckt in meinem Leben oder so von dem Filament. Ist ein Amazon-Filament, kann ich euch im Nachhinein gerne verlinken. Saugt extrem langsam Wasser, dementsprechend kann man es gut verarbeiten.
ist kostengünstig, kostet 23 Euro die Rolle oder so. Und dementsprechend liebe ich es. Und da ich sowieso alles Füller, Schleif, Grundier und Lackier, ist es eigentlich schade, das mit dem Silberfilament zu machen. Da mache ich lieber andere Sachen, die vielleicht ganze Korpusse sind. Also keine Angst, wenn ihr mir etwas geschenkt habt, vielen Dank. Aber ich werde es definitiv weiter verdrucken, halt nicht bei diesem Projekt. Somit kostet jetzt momentan, ich habe jetzt in Summe 7 Rollen gekauft, 7 mal 20, 140 ungefähr, 150 Euro, ein bisschen Klebstoff dabei. Aber die Rollen sind noch nicht durch, also ich habe sie noch nicht alle verbraucht. Dementsprechend schätze ich mal, dass hier ja knapp 60, 70 Euro momentan verdruckt sind. Nicht eingerechnet die Heizkosten, die sich aber auch bei den Druckern, dadurch, dass die meisten im E-Comedy-Modus arbeiten, relativ in Grenzen hält. Bitte auch das Glasbett von unten reinigen, ja, damit eben das Glasbrett auch wirklich schön da liegt, genau. Wo kriegst du den Klebstoff her? Du meinst den Klebstoff für die Druckplattenhaftung bei 3D Prima. Geh mal auf die Seite von 3D Prima, da gibt es bei irgendwelchen Helferlein, gibt es Spachteln und was der Teufel was. Da kriegst du auch diese Klebstoffduben, die so einen Schaumstoff oben haben, wie so ein Glue. Aber es gibt hunderte Methoden. Ihr müsst nicht unbedingt das Zeug kaufen. Ihr könnt auch mit Haarspray arbeiten oder mit verdünnter Leimwassermischung. Geht auch. Hast du mal ein PEI-Bett ausprobiert? Ja, habe ich. Habe ich mal gesponsert bekommen, aber nur für den kleinen Druck. Den hatte ich ziemlich lang drauf, bis ich irgendwann mal ein Sensorproblem hatte und mir die heiße Nozzle dann in das Pad reingefahren ist und dann war das Pad halt auch kaputt. Das passierte bei der Glasplatte dann eher nicht. Salzkreis fragt, ob ich schon das Amazon-Paket von euch bekommen habe, also von uns bekommen habe. Salzkreis, wenn ihr nicht dazu geschrieben habt, dass es von euch ist, kann das sein. Ich habe vorgestern nämlich ein silbernes Filament nochmal bekommen. Könnte das sein, dass es von euch ist? Wenn ja, vielen Dank. Ansonsten tut mir leid, es stand halt nirgends dabei, dass es von euch ist. Also falls ihr mir über die Amazon-Wunschliste irgendwas schenkt, sage ich immer danke, aber es wäre toll, wenn ihr dazu schreibt, dass es von euch ist. Und dann kann ich mich wenigstens bedanken. Ne? Reinhard meint, wo behaltest du deine Isopropanol? Bei mir steht der immer unter der Anschrift nicht lieferbar. Wo ich den bekomme? Bei uns im Malerfachgeschäft. Aber du kriegst auch Isopropanol oder heißt auch Isopropylalkohol in der Apotheke. Glaube ich, im 5-Liter-Gebinde gibt es die. Guten Abend aus Thüringen, hallo. Zurzeit nicht lieferbar bei 3D Prima, okay. Ich habe auch jahrelang, ist fast gelogen, ein Jahr lang, mit den klassischen Klebesticks, mit denen man Papier in der Grundschule zusammenklebt, gearbeitet. Das funktioniert auch. Du hast nur einen ewig langen Verschleiß. Geht auf Amazon und such dort mal nach 3D-Druckkleber. Dort gibt es, ich habe so einen 50er-Pack von diesen Klebesticks für 10 Euro gekauft oder so. Die halten dann doch relativ lang. Wie lange hält und wirklich gut ist 3D-Lack? Der 3D-Lack, also wie lange der Lack da drauf hält? Ja, so lang wie auf dem Auto. Wenn du nichts kaputt machst, bleibt er so. Also der ist auch noch nicht fertig lackiert, auch wenn er jetzt oben schon mal silbrig ist. Aber ich erkläre gleich, wie ich an die ganze Sache rangehe. Salzkreis hat eine Nachricht dazu geschrieben. Salzkreis, wenn es ein Filamentrolle war, es war keine Nachricht dabei. Wenn nicht, dann hoffentlich am Montag oder morgen, dass was kommt. Ich habe bei meinem eigenen Eigenbaudrucker eine Glasscheibe als Druckbett und brauche da keine zusätzlichen Kleber. Ist in Ordnung, das gibt es auch. Also wir gehen immer vom Worst Case aus. Es gibt Leute, bei denen haftet das Teil einfach nicht. Und ich schreibe am Tag bestimmt 2 Nachrichten an irgendwelche Leute, die fragen, warum haftet das bei mir nicht? Es liegt wahrscheinlich daran, dass ihr nicht fettfrei die Bodenplatte habt, nicht gut gelevelt habt oder eben ABS gekauft hat und glaubt, es ist PLA. Das kann auch passieren. Ich bin in Innsbruck, da bekomme ich es auch. Genau, Reinhard. Beim Gasbau und Schladeck kriegst du Isopropylalkohol zum Beispiel. Wer gut levelt, der gut druckt. Jonas, genau meine Devise, aber ja. Hast du eventuell eine kleine Zusammenstellung an Werkzeugen, wo du die Stützstrukturen wegmachst, beziehungsweise deine 3D-Modelle bearbeitest? Christian, das kann ich dir gerne
Also ich arbeite mit der klassischen Zange. Super, da habe ich jetzt nichts dabei hier. Ich komme gleich. Na, wo ist das Teil? Liegt bestimmt hier irgendwo. Ja. Schutzbrille. Wir haben es beim letzten Livestream gesehen. Trotz Schutzbrille hatte ich Filament im Auge. Spachtel, denn viele Stützdächer haben, wenn ich ein Stützdach drucke, wie hier zum Beispiel jetzt, und ich bekomme es nicht gut raus, das ist ein Stützdach. Hier seht ihr es besser. Na, wo sind wir denn? Genau, dieses Gitter hier. Das klemmt hier dazwischen drinnen. Da fahre ich mit der Spachtel rein und brich es quasi so raus. Dann geht meistens das relativ gut weg. Und ich habe hier eine schöne Struktur drinnen. Und sonst, ich habe mir jetzt endlich eine lange Spitzzange gekauft, nach vielerlei Kritik, die ich hier von euch über mich ergehen lassen müssen. Mit der komme ich sehr gut in die wabenförmigen Stützstrukturen rein, halte sie fest und drehe sie raus. Ich drucke aber zu 99,99999% immer mit Stützdach. Heißt so viel wie, wenn ich von oben Stützstruktur rausbrechen, rausziehe, bleibt das Dach noch drinnen. Ich muss das Dach am Schluss nochmal entfernen. Hatte ich bei diesen Teilen, war das die? Ja, schmerzlich festgestellt, die sind nicht so schön geworden. Seht ihr das? Hier ist die Struktur nicht so gut. Ist aber nicht schlimm, denn das sieht kein Mensch. Da kommt sowieso noch ein Korpus drauf. Und das führt mich zum nächsten Thema. Wie bereite ich meine Daten vor? Wie gehe ich an das Thema hier ran? Aber ihr löchert heute mich mit Fragen ohne Ende. Deswegen machen wir es hier mal ganz langsam. Lässt du deine Drucker nachts drucken und hast du keinen Schiss, dass es mal zum Brand kommt? Nein. Also ja, ich lasse drucken, aber nein, ich habe keinen Schiss. Ich habe mir einmal für relativ viel Geld 5 Rauchmelder gekauft. Und die 5 Rauchmelder, die verstehen sich, also die kennen sich. Da hängt im Schlafzimmer einer, in der Küche, im Wohnzimmer, hier in der Werkstatt hängen 2. Also hier direkt über der Werkbank hängt eine, was ziemlich dämlich ist, weil wenn du hier mal Rauch machst, über der Werkbank, aber okay. Und genau bei den Druckern darüber hängt einer und die haben einen Sensor für Hitze und die haben einen Sensor für Rauch. Also die sehen Rauch. Also nicht, wenn sie nichts mehr sehen, dann lösen sie aus. Und wenn hier der piepst, piepst der drüben bei mir im Schlafzimmer auch. Und dementsprechend beim Eingang und bei mir im Studio sind 2 Feuerlöscher. Vor allem habe ich auch alles steckdosentechnisch mit sehr guten Steckdosen abgesichert, die alle nochmal einen Schutz drin haben. Also ich fühle mich mittlerweile relativ sicher. Fahre aber auch mit der Druckbetthitze runter auf 20 Grad. Also ich, vor allem bei den großen Druckbetts, wie eben bei dem Ender 5, wenn das auf 60 Grad den ganzen Abend läuft, da entsteht viel Hitze, dementsprechend auch viel Strom und Energie wird verbraucht. Und da kannst du auf den Economy-Modus gehen. Demnach kühlt das runter und du hast nur noch die Nossel, die heiß ist. Ihr schreibt viel, aber ich komme nach. Beim letzten Stream mit der Schutzbrille hattest du zum Schluss, glaube ich, auch keine Lust mehr, als der Ton nicht mehr synchron war. Ja, genau, da haben wir dann aufgehört. Ja, es bringt nichts, wenn hier die Technik nicht läuft. Was ist denn jetzt los? Oh, ich muss euch jemanden vorstellen. Irgendwer hat die Tür offen gelassen. Augenblick. Geh her. Wie bist du? Corona. Ja, hallo, Schatzi. Magst du hallo sagen? Schnapp zu mir. Na. Das ist die Aruna. Wie hinsetzen? 17, genau. Alles gut. Wir dürfen jetzt gemeinsam jetzt den Chat machen, okay? Das ist die Aruna, mein liebster Jack Russell. Ja, Schatzi. Die ist hundemüde und versteht eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Woran lag es denn, dass das letzte Mal die Spaghetti gegeben hat? Das lag daran, dass ich etwas gedruckt habe, das war relativ dünnwandig, mit dem Silberfilament und mir hat die Nossel die Wand abgebrochen. Und dementsprechend ist sie dann runtergefallen und dann hat das in die Luft gedruckt, ja. Was ist los? Geschmiert? Ha.
Die versteht nur Tirolerisch, das ist das Problem. Oh, könnte jemand mal einen Screenshot machen? Wie süß ist denn das bitte? So. Grüße aus Mittelhessen, hallo. Bitte auch mal Daumen hoch, genau. Wollte ich nicht was arbeiten? Ja, ich weiß eh, ich quatsch mit euch so gerne. So. Popo, Popo, schau mal. Da hinten ist gut, genau, alles gut. So, jetzt bringen wir die wieder rüber. Huh? Alles gut? Auf der Werkbank, das ist kein guter Platz für den Hund. Oder Roni? Gehen wir wieder. Ich bringe sie schnell rüber. Die muss jetzt schlafen gehen, die kleine Maus. Oder? Oder schläfst du hier so? Macht sie nämlich auch ganz gerne. So, zur Datenaufbereitung. Es gibt viele Daten. Das war eine 200-Euro-Datei, die gut aufbereitet sind. Also ihr könnt auch durchaus, wenn ihr Daten euch irgendwo runterladet, einfach mal schauen, wie die Druckbetteigenschaften sind, auf für welches Druckbett das Ganze konzipiert wurde. Meistens sind es 25 auf 25 cm und darin befinden sich dann dementsprechend viele Einzelteile von Drucken. Und ihr könnt die im Set drucken. Ich habe auch gestern ein Video dafür rausgelassen, dass ich euch zeige, wie ihr diese Drucksets dann auflöst, dass ihr Einzelelemente rausdrucken könnt oder weglöschen könnt und dementsprechend funktioniert das eigentlich ganz gut. Außer bei ganz großen Sachen. So, und jetzt bringe ich Rune wirklich raus, aber die wird langsam müde. Sagst tschüss. Ciao. Gute Nacht. Kommen wir gleich, Leute. Das war jetzt der Süßigkeitsfaktor, ja? Mhm. Ich habe aber bei dieser Druckdatei einige Sachen dabei, die so riesengroß sind, dass ich sie nicht unter einmal drucken kann. Wie zum Beispiel auch dieser ganze gesamte Rückenbereich, der von hier unten bis hier oben geht, der ist halt mega breit und der ist so kompliziert aufgebaut, dass er förmlich zugeschnitten werden muss, damit ich nicht 1000 Kilo an Support drucke, damit das Teil schön auf dem Druckbett liegt und damit einfach auch die Fehlerquellen minimiert werden. Wenn ich extrem viel auf einmal drucke, ist die Chance natürlich, dass irgendwas abbricht oder nicht cool beim Drucken wird, sehr hoch. Dementsprechend drucke ich lieber in kleinen Bereichen. Das Teil, zum Beispiel, das ist im Schritt relativ weit vorne und das ist der Brustkorb, der bis hier oben rauf geht und ihr seht, was da noch an Material ist. Also der ganze Brustpanzer mit den Kugelgelenken. Und das ist das erste Teil von 7 Teilen, die an und für sich einzeln nicht in dem Druck vorhanden gewesen waren, sondern nur als Ganzes. Ich habe sie zugeschnitten und so konnte ich auch gerade bei Rundungen selbst entscheiden, wie liegt mein Druck am Druckbett drauf, dass ich eben schöne Ergebnisse habe. Und so funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Das ist ein Teil, das habe ich unter einmal gedruckt. Geht auch, ist ein bisschen hässlich, um den Support hier rauszubekommen, ist aber mit einer 0,8er Nozzle gedruckt, weil gerade solche Sachen oder solche Bereiche, die im Innenleben drinnen sind, das sieht kein Mensch, ob die jetzt wirklich auf 0,01 Nozzle gedruckt worden sind oder nicht. Ich habe jetzt mal ein Video von dir gesehen, da war circa 4 Jahre alt, habe mir vor Lachen fast eingemacht, da ich dich nur mit dem genialen Bart kenne. Aha, schau mal, da ist einer. Seht ihr Leute, all die anderen, die mich schon viel zu lange kennen, die motzen über den Bart, der Mike motzt, dass ich mal keinen hatte. Alles klar. Wir schauen dir einfach zu, wie du mit dem Hund kuschelst. Ich knuddel synchron dazu meine Katze. Okay. Der Preis sieht gerechtfertigt aus bei dem Modell. Ja, ich habe auch geschluckt. 199 Dollar, glaube ich, sind es. Für eine STL-Datei, das heißt eigentlich nur eine Druckdatei, die aus, glaube ich, 50 verschiedenen Einzeldrucken besteht, ist natürlich relativ viel Geld. Aber der ist so derartig filigran aufgebaut, dass es teilweise Sachen gibt, die ich vielleicht gar nicht drucken möchte. Wie zum Beispiel,
ich kann hier den Kopf rausmachen und habe dann die Möglichkeit, hier drinnen LEDs zu verbauen, dass die Augen leuchten. Habt ihr jetzt auch einen Schalter mal noch drinnen, aber werdet dann irgendwann mal rausbauen. Oder auch diese ganzen Sachen hier, die fehlen bei solchen Drucken einfach. Das ist wirklich alles, es ist auch theoretisch alles im Steckmodus-System. Es ist wie großes, das hätte ich fast gesagt, es ist großes Klemmbausteine-Drucken. Funktioniert gut. Hier zum Beispiel mit den Noppen. Die Noppen sind als Gegenstücke dann hier wieder drauf und können eingehangen werden. Müssen natürlich, naja, jetzt mache ich ihn sonst kaputt, müssen natürlich auch noch verklebt werden. Aber es macht eigentlich Sinn, das ganze Teil erstmal durchgehend durchzudrucken, um dann später erst zu verkleben. Vor allem habe ich auch säckeweise Kleinzeug, wo ich einfach noch nicht weiß, wo sie hingehören. Denn es kommt keine Anleitung mit dem ganzen Ding mit. Es kommt nur eine STL-Datei, wo das ganze Teil drinnen ist. Die braucht ewig lang zum Laden. Und da kann man ranzoomen und mal ungefähr ahnen, wo welches Ding hinkommt. Jetzt habe ich mal beschlossen, okay, es ist viel Deko-Zeug auch da dran. Aber wo zum Beispiel solche Sachen hinkommen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Beschreibung der Druckdaten ist auch nicht so logisch, sagen wir es mal so. Stimmt, ohne Bart sieht es besser aus. Ist mir total egal. Warum fängst du oben an bei dem T8000? Naja, ich schaue einer Frau auch ins Gesicht, bevor ich ihr auf die Füße sehe. Wenn mir das Gesicht gefällt, bin ich motiviert, weiter zu backern. Du weißt, was ich meine. Also nur weil hübsche Füße sind, fange ich nicht an, da Vollgas zu geben. Bei dem ist es auch so, ich fange von oben an, weil ich es motivierend finde. Zu den Schultern, dann zu den Brüsten. Wobei, das ist ja eigentlich, das ist ein Gender-Ding. Also das ist ja beides, ne? Also Mann und Frau und so, ja, egal. Ah, Matthias Schweighofer, du hattest bei der Axt ein paar Zeilen gezeigt. Wo hattest du die nochmal her? Was meinst du mit Zeilen? Mike, schreib mir das nochmal genau hin, was du mit Zeilen meinst. Ronny schreibt, Bilder sind per Instagram-Nachricht raus. Oh, danke. Ihr könnt übrigens immer diesen Kanal teilen. Liken und teilen, das ist alles gut. Wie viele Teile hat der Kollege? Boah, in Summe. Ich glaube, es sind 170? Nein, mehr. Es müssen 270 müssten es sein. Ich schaue euch nochmal nach, weil es ist so, also das Teil hier alleine, das ist ein Handballen. Das sind 2, 4, 5, 6. Das sind 6 Teile. Also wir haben schon 12 Teile nur bei den Handballen. Das ist das Teil bei Elle und Speiche. Gehört, glaube ich, so hin. 2, 4, 6, 7 Teile. Also das geht ziemlich schnell in die Summe. Allein die Zähne sind 32. Nein, es sind nicht ganz 32, aber es sind ordentlich viele Teile. Aber so macht Spaß und du kannst auch wirklich partiell arbeiten. Also jetzt momentan ist die Schulter heute hinten fertig geworden, deswegen kann ich das Teil jetzt mal aufstellen. Das Gerät hier ist nichts anderes als, jetzt muss ich selber schauen, das sieht momentan noch ein bisschen dämlich aus. Der gehört hier zusammen. Er steckt da zusammen. Kriegt jetzt halt noch ein bisschen eine Seitenlage. Sieht noch aus wie ein Drachen, der nicht fliegen kann. Liegt halt daran, dass hier noch nichts verbaut ist. Aber hier unten kommt dann das Steißbein dran und dann seht ihr auch, wie groß der wird. Also er dürfte ziemlich genau, wenn ich stehe, genauso groß sein wie ich jetzt. Ne? Diese Gelenke hier, das sind die Armgelenke. Die sind jetzt momentan hinten nur noch mit Zwingen festgemacht. Die werden dann noch... Okay, ich mache es jetzt schon runter. So, jetzt muss ich aufpassen, dass das Teil nicht zusammenbricht. Also Wirbelsäule wieder raus oder Steißbein raus. Dann stopfen wir das Teil mal hier ran. Na? Alles gut. Das ist der Aufbau von dem Arm, quasi hintere Schulterplatte. Und ich kann alles bewegen. Also ich kann den Arm am Ende des Tages wirklich roboter-like bewegen. Und da ist jetzt noch keine Verschraubung drin oder so, weil es das nicht braucht. Das ist alles auf Steckbasis. Und am Schluss gibt es dann halt irgendwelche Platten, die du raufklebst. Und dann ist das fix. Und hier oben zum Beispiel an diesen Löchern kommen dann das Schlüsselbein und hinten dieser Muskel werden mit pneumatischen solchen Teilen hier werden dann noch gedruckt. Ja,
Genau. Wie alt ist der gute Herr? Ihm spielst du im Dezember den lieben Nikolaus. Ich bin ein Baujahr 1980. Jetzt kannst du rechnen anfangen, aber es dürfte nicht so schwer sein. Ja? Ich werde dieses Jahr 41. Ah, die kleinen Pfeilen. Du wolltest wissen, wo ich die her habe. Okay, dann muss ich die auch nochmal verlinken. Diese Pfeilen sind mittlerweile Gold wert. Also ich habe, glaube ich, jede schon gebraucht. Die haben verschiedenste Formen und sind so geil, weil du kannst sie einfach waschen und da ist der ganze Dreck wieder draußen, wenn du sie einmal mit Kunststoff vollgeschmirkelt hast, weil Kunststoff schmilzt ja bei Reibung, dementsprechend viel Hitzeerzeugendes und da kannst du sie gut reinigen und ich finde die einfach geil und die kosten 12 Euro, glaube ich, die 20 Stück, also absolut ausreichend. Ich kann dir anbieten, dass ich die STL-Datei als Explosionszeichnung Montageanleitung bearbeiten kann, für lau natürlich. Toni, danke, dass ich weiß das zu schätzen, dass du das machen würdest. Vor allem, weil du dann die STL-Datei hast. Nein, Spaß, wollte ich dir jetzt nicht unterstellen, dass du die kostengünstig haben willst. Nein, ich habe jetzt Meshmixer und kann im Meshmixer auch das ganze Teil reinholen. Und falls ihr das Video gesehen habt, im Meshmixer lädst du dir einfach STL-Dateien rein und gehst dann auf Show All Shells, heißt das, also alle Schalen zeigen. Und dann kannst du sie ein- und ausklicken. Und genauso werde ich den T800, sobald ich dann ein paar Teile nicht zuordnen kann, aufsplitten. Aber danke. Darf man fragen, wo du den Warhammer-Nörgel-Datei herhattest? Das waren echte Warhammer. Ich spiele Warhammer. Also ich habe jetzt keine Warhammer-Figuren gedruckt jemals. Ist das XL-Klemmbausteine-Gedöns da hinten auch gedruckt? Du meinst diese Sachen hier? Ja, ist alles gedruckt. Es ist fast alles gedruckt. Mittlerweile ist hier wirklich fast alles gedruckt. Die meisten Halterungen, ich habe, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht wirklich sehen, aber ich habe jetzt auch in meinen ganzen IKEA-Schubladen diese ganzen Sortierboxen mir gedruckt. Jedes Mal, wenn Drucker frei steht und nichts macht, kommt ein altes Restfilament rein. Die sind voll geil. Da habt ihr bestimmt schon ein paar Videos gesehen. Die werden momentan in den ganzen 3D-Druckforen überall gedruckt, wie die Irren. Ich habe es auch gemacht. Da sind meine ganzen Schrauben drinnen. So bin ich momentan extrem viel am Rumdrucken. Hab keinen 3D-Drucker, meint der Toni. Toni, okay, alles klar. Aber dennoch danke für. Ich wollte dich jetzt nicht da blöd anreden. Nur ein bisschen. Marco, was mich der ganze Spaß kosten wird, ja, mit der STL-Datei, die ich aber gesponsert bekommen habe, würde er wahrscheinlich so um die 380, 400 Euro kosten. Aber ich habe dann aber auch viel Spaß. Ja? Alles gut mit der Toni. So. Gut. Wie gehe ich ran, damit das Ganze schön wird? Ab und zu mal gibt es bei meinen Drucken solche Probleme hier. Ab und zu aber nur. Hängt wirklich von der Rolle ab, die ich rausbekomme. Na, was ist jetzt los? Fokus. Hin und wieder haben wir leichte Bubbles drinnen. Ist aber nicht tragisch, die werden einfach abgeschliffen. Und ich mache das wirklich mit einem 80er Schleifpapier. 80er Schleifpapier gibt es bei mir auf Rolle. Das ist die erste Schicht, die ich abschleife und möglichst glatt bekomme. Ich drucke mit zwei Wandlinien bei einer 0,8er, mit zwei Wandlinien bei einer 0,6er und mit drei Wandlinien bei einer 0,4er Düse, damit ich genug Stärke habe. Nicht, dass ich jetzt schleife und dann irgendwann mal komme ich ins Innere von diesen Drucken rein. Und das Problem, was ich habe, ist, bei meinen Drucken, die mit einer 0,8er gedruckt worden sind, sind die Ecken leicht rund. Das liegt einfach daran, dass 0,8 mm dicke Wurst rauskommt und dementsprechend Kurven dreht und keine Ecken mehr macht.
Die sollten auch alle abgeschliffen werden. Somit breche ich auch überall die Kanten, vor allem aber auch an den Stellen, die verklebt werden. Unbedingt die Klebestellen aufräumen. Wenn das Ganze mal durchgeschliffen ist, gehe ich mit den Pfeilen durch und feile mir die ganzen Löcher nochmal so rund auf, dass sie eine leichte Kantenbruch haben. Dazu gibt es aber auch, schlag mich tot, wenn nicht der Fachbegriff ist, das ist ein Kantenbruchgerät. Damit fährst du rein, fährst einmal die Runde und hast die Kante gebrochen. Das geht bei dem Filament wunderbar und es wird schön gleichmäßig. Das verwendet man eigentlich zum Rohre entgraten, nehme ich an. Man kann damit theoretisch auch ganze Kanten langziehen. Dazu müsste man das ganze Teil aber richtig gut in der Hand halten und das geht bei mir nicht. Man kann es hobeln, aber ich schleife es lieber. Hast du den Hydranten eigentlich irgendwo mal verlinkt? Gib einfach auf Thinkgivers Hydrant ein. Und da gibt es 10 verschiedene und einer ist eben auch dieser rote. Wo ist denn der rote Hydrant? Ach, da hinten an der Wandhänger. Ja. Habt ihr übrigens gesehen? Das Teil ist jetzt auch soweit fertig. Es glänzt nur in dem Licht, deswegen. Aber jetzt sind wir auf Glas hier. 14 Euro bei IKEA. Die Glaskappe hier. Nicht der Rede wert. Und dementsprechend cool. Und jetzt kommen unten noch die LEDs rein. Und da ist die erste Hand, die ich ja schon unabhängig von dem Teil gedruckt habe, fertig. Was ich schon geil finde. Entgraterhaken, sagt man dazu. Alles klar, wunderbar. Der Schweighofer rechnet das verbrauchte Filament bald nicht mehr in Kilo, sondern in Zentimeter, beziehungsweise Doppelzentner, also in Zentner. Lustigerweise, ich habe heute zum ersten Mal ausgerechnet, wie viel Kilometer Filament ich brauchen werde. Auf einer gängigen 1-Kilo-Rolle, die 0,75 mm dick ist, Zentimeter, 0,75 cm dick ist, sind 333 Meter drauf. Dementsprechend, wenn ich mindestens 10 Rollen brauche, bin ich weit über 3 Kilometer. 3 verdammte Kilometer. Versteht ihr? Das ist weit. Das ist weit. So viel Schnur brauche ich für das Zeug. Irgendwann warte ich darauf, dass der Terminator seinen Mund bewegt und sich dann gruselig zu dir dreht. Nein, ich habe den verklebt. Ich weiß, der kann das nicht. Alles gut. Ich bin noch am Überlegen, ob ich ihn... also er wird sowieso nochmal general vergromt. Also es kommt nochmal mit einem Chromspray, wird nochmal drüber. Das ist quasi der Basislack, den ich jetzt mal aufgetragen habe. Ich habe schon recherchiert, es gibt sehr, sehr guten Chromlack, der vom Glanz her eher an diesen Lack hier kommt. Und dann wird das Ganze noch klar lackiert. Aber das mache ich natürlich erst, wenn das Teil komplett fertig ist. Außerdem brauche ich einen Ständer. Er wird nicht selbstständig oder eigenständig stehen können, weil er Vorlage hat. Also die kleinen zarten Füßchen, die sehen ja auch wirklich so aus, die stützen dann das ganze Teil. Und in Summe wiegt er mit Klebstoff, Farbe und Kit dann wahrscheinlich doch seine 10 bis 15 Kilo. Dementsprechend gibt es einen Ständer. Mal schauen, ob ich eine reine Wandständer mache und ich setze ihn quasi an die Wand ran oder ich lasse ihn im freien Raum stehen. Müssen wir noch schauen. Da werden mir bestimmt noch ein paar Themen einfallen, die ich mit euch basteln kann. Ich will mir einen Zimmerbrunnen selber drucken, dann kam die Idee mit dem Hydrant. Das ist eine gute Idee. Aber Achtung, PLA ist nicht wasserdicht. PETG oder ABS nehmen. Kennst dich aber eh schon aus. Weniger als eine Biene für 500 Gramm Honig brauchen. Okay, okay. Dann rechne mal 50 mm die Sekunde mal diese 3 Kilometer Filament, wie lange dann der Druck braucht. Ja, aber ich drucke halt nicht mit 50, sondern ich drucke mit 80 bis 120 mm die Sekunde. Also dementsprechend. Jo. Du
findest ihn so eigentlich ganz hübsch im Film, weil der T-800 auch nicht wirklich shiny. Na, was ich sagen wollte, die Zähne, die gehören noch, die sind jetzt leicht silbrig, aber die gehören am Ende des Tages nochmal naturell gemahlen, denn der T-800 hat immer solche, ziemlich genau meine Farbe der Zähne, also schneeweiß, und das sticht so ein bisschen raus und macht das Ganze ein bisschen puppenhaft, aber ich überlege, ob ich leichte Schatten reinmale, ob ich mit der Airbrush drüber gehe und manche Vertiefungen noch so ein bisschen wie Dodge & Burn raushole. Sonst rostet das Teil ja nicht, weil er aus Chrom ist. Ne? Für Chrom-Optik ist All-Clade Chrome das Beste. Michelmacher, da muss ich mit dir vielleicht nochmal reden. Das klingt aber interessant. Das sind aber nicht 8 cm Filament pro Sekunde. Joe, das ist immer so die Frage. Die Einheit heißt so und ich druck mit 120 mm / Sekunde, aber das druckt er nicht. Nee. Druckst du auch die Außenwände mit 80 bis 100? Also Außenwände sind meistens 70, 80, Innenwände 100, Füllung 100, Bewegung 120, kein Problem. Ich lerne hier lauter Sachen, die ich nicht gebrauchen kann, aber deine Steams sind super. Weiter so. Das freut mich. Nach dem ersten Schliff, um wieder den Faden nicht zu verlieren, wird gefüllert. Ein Primer-Spray oder Füller-Spray kommt hier drauf. Der füllt mir die restlichen Rillen. Und danach muss wieder geschliffen werden. Und zwar nochmal mit einem 80er, eigentlich einem 100er, wird nochmal drüber geschliffen. Dann nochmal gefüllert und dann geht es schon auf mindestens 120er, eher 200er Schleifpapier, manchmal auch mit einer 400er Körnung drüber, um ihn so glatt wie nur möglich zu bekommen. Dann gehe ich auch auf die kleinen Details, lasse es aber teilweise auch dabei sein, denn ganz im Ernst, das Teil ist 2,98 Meter groß, da geht keiner so hin und wenn er so da ist, wird er irgendwo immer irgendwelche Linien finden, die der Drucker hinterlassen hat. Ich versuche, meine Drucker jedes Mal nach jedem Druck zu reinigen, zu säubern, die ganzen Pulli-Räder oder Pilli-Räder, wie sie heißen, nochmal zu reinigen, die Kugellager im Prinzip zu säubern, damit er wieder schöner druckt. Das tun sie auch dann, aber nach teilweise 15 Stunden Druck kann es schon mal passieren, dass die oberen Schichten dann ein bisschen rauer oder wellig sind, weil irgendwo mal Dreck wieder gelandet ist. Dann wird das halt ein bisschen grob abgeschliffen, überlackiert und das war's dann. Also das wird kein, ich kann mich darin spiegeln, Druck. Überhaupt nicht. Das wusste ich von Anfang an. Aber beim Kopf habe ich mir Mühe gegeben, gerade in diesem Bereich hier. Das sind die Elemente, wo du wahrscheinlich selbstverständlich hinschaust. Aber ob hier unten dann teilweise Schichtbetrieb ist oder nicht, ja mei, dann ist es halt so. Wenn er fertig ist, gibt es Freizeit-Shootings und ich... Und der T-800 beim Spazieren, beim Bier. Also ich weiß jetzt schon, dass er mit Vorsicht zu handhaben ist. Also das ist ein Display-Modell. Das ist, klar, ich könnte jetzt nochmal eine Schicht Epoxidharz drüber gießen, damit der wirklich alles bockhart wird und schön. Und aber vergesst es, der kriegt eine Plexiglas-Verkleidung. Und dann wird der staubfrei irgendwo in einem Plexiglasraum sein. Ich weiß noch gar nicht, wo ich ihn hinstelle. Das ist das nächste Thema. Ich habe mal kurz überlegt, ob er hier in die Ecke kommt, schön ausgeleuchtet und ich die Werkstatt einfach rundherum baue. Weil es ist ein Teil, das mich lange in der Werkstatt hier jetzt beschäftigen wird und ich freue mich bestimmt, wenn ich täglich reinkomme und den sehe. Und es wäre auch schön, wenn er mit einem Sensor ist. Also es gibt dann auch Lichtsensoren, die Ton abspielen. Da muss ich schauen, wo es sowas gibt. Bestimmt irgendwo, dass er in der Brust irgendwo einen Sensor hat, jemand geht vorbei und sagt, I'll be back, zum Beispiel. Ja. Oder, hey, wo gibt's das nächste Bier? So, Thomas, willkommen bei Bastelwaster Stufe 1. Du bist heute der Erste, glaube ich. Das, was sich am meisten vom schönen 3D-Druck-Display-Modell abhängt, ist echt das Schleifen. Und unter 0,3 mm drucke ich nur selten. Ich auch. Ich hasse es, so gering zu drucken. Also ich drucke dann halt einfach größer.
wenn mir Sachen zu filigran sind, mache ich sie einfach doppelt so groß. Dann kann ich sie immer noch mit 0,4 Wandstärke drucken. Einen Bewegungssensor, ja. Ich kann ihn aus Alu fräsen. Ja, die STL-Dateien hätte ich schon mal. Ich soll ihn versteigern? Nein, das ist der geht mit mir in Rente. Ich schwör's euch. Solche Sachen, also ich hänge dann auch an solchen Dingen. Es ist ganz selten, dass ich irgendwelche Sachen gerne hergebe. Denn einen Kopf, den der Benjamin bekommen hat zum Geburtstag, okay, aber ich drucke eh noch einen. Also sage ich ja in Ordnung. Aber sonst, das ist, da steckt so viel Arbeit. Das ist nicht verkäuflich. Versteht ihr, was ich meine? Das ist überhaupt das Thema. Was kostet sowas, wenn das irgendjemand jetzt bei mir in Auftrag geben würde? Das, mit der ganzen Schleifarbeit und allem drum und dran würde ich nicht machen. Müsste es wahrscheinlich 3.000, 4.000, 5.000 Euro verlangen. Ich weiß nicht. Ja. Schick rüber und ich fräse das Seil nach. Falls ich, du bist mutig. Fräst du sowas in Alu nach? Echt? Was wären das in Alu in Kosten? Oder in Chrom? Frag doch mal bei Onkel Phil nach in Sachen Alu. Ich möchte hier niemanden auf die Nerven gehen. Das Teil wird super sein. So wie er ist. Und ich brauche den nicht dann noch besser. Und das wird auch der einzige sein, den ich so groß drucke. So, ich brauche jetzt mal Schokolade von der Hunter. Ich muss mal ganz kurz suchen, wo ich die versteckt habe, vor mir selbst. Falls ihr übrigens vorhabt, auch so große Sachen zu drucken, die aus so vielen Einzelteilen bestehen, macht euch eine Excel-Tabelle. Tragt jeden Arbeitsschritt ein. Sagt, okay, der ist in Arbeit oder der ist im Drucker aber noch nicht gedruckt. Die Daten sind schon gesliced. Ihr verliert den Überblick. Bei so vielen extrem kleinen Teilen, großen Teilen, bei manchen Fehldrucken, stehst du dann irgendwann mal da und sagst, habe ich das schon gedruckt? Und dann druckst du es auf einmal zweimal. Und das wäre ein Schwachsinn. Genau, allein die Kleinarbeit macht es unbezahlbar. Ein Terminator-Hund, Chris. Das wäre ja geil. Ist der komplett zerlegt gewesen oder hast du ihn selbst skaliert und so weiter? Nein, der war wirklich schon fix und fertig. Es gab Teile, wie zum Beispiel auf einem Druckbett liegt dann oder in einer Datei sind die zwei Teile, inklusive diese ganzen Noppen, die unten sind, sind nochmal separat. Und somit hast du halt, keine Ahnung, 14 Teile auf einem Druckbett. Dementsprechend ist es halt auch ein bisschen tricky, wenn einer abbricht oder bei einem der Support verkackt oder was auch immer. Aber es funktioniert. Es geht. Also es ist solide für Drucker aufgebaut. Er hat eine Waffe, die ich an und für sich jetzt nicht unbedingt drucken möchte. Für mich hat der T800 jetzt nicht wirklich eine Waffe in Hand. Aber das ist so ein Oschi und das ist in einem Druck. Kann ich nicht in meinem Drucker drucken, müsste ich, glaube ich, in vier Teile drucken. Mal schauen, ob ich die jemals drucke. Die gefällt mir auch so vom Style her nicht. Das ist so eine Zukunftswaffe, die irgendwie wie ein Riesenbrocken ist. Ist halt aus der Szene, wo die Terminator auf dem Schlachtfeld ganz am Anfang die Totenschädel zerdrücken. Ja, ich lasse den so stehen, als wäre Arnold Schwarzenegger halt bei mir in der Wohnung verrottet. So hätte ich mir das eigentlich vorgestellt. War das das größte Bauteil? Das größte Bauteil ist tatsächlich das Becken. Das ist so ein Oschi. Ich habe den jetzt mal, ich habe ihn in 8 Teile geschnitten, weil er hat unten die Schalen der Kugelgelenk, also die Pfannen, die Kugelpfannen für die Oberschenkelknochen. Gut, dass ich Anatomie gelernt habe, ne? Und
die Beckenkonstruktion selbst ist extrem filigran, hat sehr viele Löcher und Vertiefungen drinnen, wo auch viele hydraulische Pumpen dann oder so pneumatische Pumpen rankommen. Weiß nicht, ob das Luft oder Flüssigkeit ist. Und das Teil würde, glaube ich, 72 Stunden drucken, wenn ich es in einem drucke. Aber jetzt drucke ich es halt in mehreren kleinen Teilen, funktioniert auch gut. Gib ihm die Axt zum Beispiel. Hat eigentlich jemand schon den Benjamin gesehen? War der heute schon mal da? Eine automatische Schleiftrommel bauen? Nein. Das Thema haben wir schon durch. Funktioniert so nicht. Was willst du? Du legst das Teil in die Schleiftrommel rein. Die Seiten hier sind aber schon wunderschön. Die aber nicht. Und die auch nicht. Und hier drin ist auch wieder was wunderschön. Und dann schleift es in der Schleiftrommel und macht dir das schöne Zeug genauso hässlich. Und du verlierst vor allem an Größe. Das Schleifmittel weiß nicht, wo es schleifen soll. Macht das alles automatisch, also händisch. War nicht da? Okay. Weil Benjamin hat mir nämlich noch nicht geschrieben, ob er das Geburtstagsgeschenk schon bekommen hat. Letzten Freitag hatte Benjamin Geburtstag. Der hat es bekommen. Am Samstag wurde es geschickt. Gut, Leute, gibt es noch Fragen? Oder wollt ihr eigentlich jetzt nur noch am Schluss hier dieses Video liken? Benjamin schreibt sowieso. Also sobald er im Chat ist, würde er schreiben. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon zu spät. Ist ja kurz vor 11 hier heute, ne? Macht ja auch mehr Spaß, händisch zu schleifen. Ja, extrem. Die Teile zu schleifen, oh. Natürlich achtet man dann auch darauf, dass man die nicht abbricht. Nie abbricht. Matthias, ich habe ein Problem. Mein Nachbar, Schützenoberst, möchte ein Gegengewicht 3D zu seiner Kette, das er dann als Vorlage für die Gießform für Bronze braucht. Ich bekomme die JPEG nicht in STL umgewandelt. Hatte dein Video vom 31.12. Hast du einen Tipp? Eine JPEG kannst du nicht in eine STL umwandeln. Eine STL ist eine dreidimensionale Datei. Ein JPEG ist eine zweidimensionale Datei. Meinst du, wie du in diesem, wie heißt das nochmal, Tinkercad, wie du das machst? Damit es einfach das JPEG so rausgeht, oder? So meinst du das Ganze, oder? Aber da habe ich doch das Video dazu gemacht. Und wenn das nicht bei dir funktioniert, es kann sein, dass die Bilddatei einfach zu groß ist. Tinkercad nimmt ja nur, was, 2000 Pixel große Dateien? Welchen Klebstoff nimmst du für PLA? Uhu Plus. Schnellfest heißt er. Zwei Komponente. Super. Heißkleber mittlerweile auch. Wurde mir in diesem Chat geraten. Hab's probiert. Ich mache eine Kombination draus. Ich klebe die Flächen mit denen ein, drück sie zusammen, hau eine Heißklebepistole Schicht rundherum, löst die dann wieder nach den 5 Minuten oder 10 Minuten Trockenzeit und dann geht's wieder. Ich nutze Cura. Gibt es mal einen Cura-Stream? Nein, momentan nicht, da ich nicht von meinem Rechner aus streamen kann. Ich kann den Bildschirm nicht übertragen bei meinem Rechner, da stürzt hier immer der Stream ab. Das funktioniert nicht, sonst hätte ich schon längst mit Photoshop hier weitergemacht. Cura-Stream noch nicht, nein. Mein nächstes Projekt ist das Mickey Maus Boot. Oh, das aus den 30er Jahren, glaube ich, oder? Okay, geil. UV-Kleber geht auch gut, geht halt nur gut, wenn die UV-Strahlen dann auch hinkommen. Also ich meine nur, wenn du zwei gerade Flächen verklebst,
wo soll der UV oder wie kann der UV-Kleber da drinnen trocknen? Der braucht UV-Licht. Weißt du, was ich meine? Aber Superkleber geht auch gut. Habe ich auch. Ich habe hier diesen hier, verwende ich auch für die kleinen Sachen. Und bei ganz filigranen Elementen nutze ich Superkleber gerne, um das ganze Element damit einzutauchen. Also ich träufle Superkleber so drüber, damit das vielleicht ein brüchige Filament dadurch gestärkt wird. Das geht auch ganz gut. Wird mal Zeit für einen Windows-Rechner. Ihr glaubt ja alle, dass ich, nur weil ich solche Sachen mache, im Geld schwimme. Oh, das ist nicht so. Bei runden Dingen geht der UV-Kleber natürlich. Ja. Was ich jetzt noch vorhabe, die Teile müssen jetzt gut geschliffen werden. Das werden nämlich die nächsten Sachen sein, die ich montiere, wenn dann das Brustteil vorne dran kommt. Ein Teil vom Brustteil ist schon fertig. Und an diesem Brustteil werden dann hier überall diese Dämpfer, nennen wir sie Dämpfer, rangemacht. Dann hält das oben auch alles und kann dann wirklich gut verklebt und dementsprechend geschliffen werden. Und ganz am Schluss gehe ich nochmal drüber und finde eben Stellen, die vielleicht nicht sauber sind. Füll sie nochmal mit einer Spachtel, Füllspachtel zum Beispiel, schleifen, grundieren, nochmal lackieren und fertig ist es. Seine Frau schreibt, also wer 200 Euro in eine Datei stecken kann, so quasi, der muss sich einen Windows-Rechner auch leisten können. Ich hätte niemals 200 Euro für diese Datei ausgegeben, falls du aufgepasst hättest. Ich habe in den letzten Livestream schon gesagt, dass ich diese Datei gesponsert bekommen habe. Jemand hat mir die geschenkt, weil er gesagt hat, er findet das cool, was ich mache und ich soll mal mit einer richtig guten Datei drucken. Also 200 Euro wäre es mir nicht wert gewesen, ganz ehrlich. Gut, in diesem Sinne, letztes Stück von Anders Schokolade. Ich wollte am Abend eigentlich keine Schokolade mehr essen. Deswegen bleibe ich jetzt einfach noch 6 Stunden wach. Was mein Körper meint, es ist jetzt erst Nachmittag. Jetzt kommt die Mac-Windows-Diskussion. Wir hören auf. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich halte euch am Laufenden. Aber wer den Kanal nicht abonniert hat oder auf Instagram mir folgt, wird weniger sehen als alle anderen. In diesem Sinne, peace, love and Martin Kronberg, du bist viel zu spät. Ich habe gerade gesehen, dass du jetzt erst reingekommen bist. Aber du kannst noch mit den Begrüßungsworten enden. Schweig Ober. End out.